Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Link to the Past. Hallo! Teil davor jetzt echt raus. Natürlich. Ja, was soll das? Das ist ja echt unnötig. Stimmt, cheated. Nee, ich hatte gerade falsch geladen mal wieder. Hallo! Speicher mal lieber. Mach mal Gouda Gouda Käse. Das ist vielleicht ganz gut. Nicht, dass du nochmal. Ja, da bin ich gerade bei. Gouda. Gouda Gouda Gouda. Gouda. Nee, nicht ganz hinschieben. Ich muss überlegen, ich geh nochmal näher auf den Feuerpost. Aber Bloody, also diese Kombination, okay, warum man instant den rausbringt. Ja gut, es damals gab es den auch noch nicht, okay. Und damals gab es auch den 2-6er, ja Bloody, den 2-6er so. Kann draufgehen. So, okay. Jetzt hab ich's aber. Da hat man auch gar nicht auf so ein Prisma gedacht, ja, und jetzt ist es echt genial. Ja, trotzdem Prisma wurde schon. Ja doch, ja, Prisma schon öfter. Und dann hat es mich auch immer so geflasht, warum sie den Effekt immer kommen. Hey, du hast endlich den Dings da. Ja. Gestöpselt, man. Hat ja auch nun lange genug gedauert. Okay, jetzt wird so ein bisschen das Ende an unserem Pixel. Ja, also jetzt wirst du es ja bald, ne? Ah. Dann will ich auch für dich hoffen. Ja, ab und zu stimmen wir ja auch an Sturm mit Feuer für oder? Also. Effekt war negiert, ne? Ja. Ach, naja, aber kann man ja. Ja, wieso? Kannst ja den Einhorn, kannst ja sofort Fusion machen. Genau. Ist doch auch geil. Ja, du kannst ja aber auch nicht Bestiarium holen. Ja? Nein. Wieso? Das ist ja nicht so. Muss ein Feuermonster sein. Ja. Feuermonster ist ein Typ, irgendwie Ungeheuer, Ungeheuer, Krieger oder geflügeltes Ungeheuer. So was. Anstimmender Feuerkrieger. Ja, dann kannst du mir so ein Feuer einholen und dann brauchst du ein Bestiarium oder das mal in der Hand. Aber naja, wenn du Bestiarium spielst und dann mal wegen das nur. Das ja. Zweimal, dreimal. Ne? Ja, vielleicht ein, zweimal das E. E? Ach so, um E zu suchen? Da kannst du auch das mal suchen. Oh, das E. Oh, langsam wird das immer interessanter. Oh, das ist die Zettel. Ich hab oh, cool. Zettel. Da hab ich gemessen. Oh, blau Planeten. Dann letztendlich ist Gladiator, wo wir immer irgendwie die Saurus rausbringen und dann... Weil du denkst, aber Felgrand gerade doch. Also Felgrand hat sich recht super an. Echt nur Felgrand teuer. Ja. Da muss ich sehen. Ja, es ist immer so eine Option. Also nochmal sehen. Morgen, nächster Monat wird eben ein bisschen machen. Ist okay. Genau. So, also nochmal ein Ich hole einfach Shadow. Ja, mach das mal. Mach das ehrlich mal, also, ne? Also er soll sich mal echt Shadow holen. Alter, bist du gefickt sein. Ich schreibe nochmal nicht Fusionsgebiet auf. Und Junge, weißt du was, die sind alle Schatten. Da kam Otobo einfach mal auf schatteneinsperrender Spiegel. Ich hab daran gar nicht gedacht. Ja, jetzt hast du das nicht daran gedacht. Nein, ich schreibe einfach nicht so im Kopf. Also vielleicht wäre es irgendwann gekommen, aber ich hatte es dann nicht im Kopf und dachte jetzt so, oh Mann, das Deck ist echt gefickt. Makro, Dimensionsriss, dreimal Schatten, bin schon 5, dann nicht Fusionsgebiet. Das Deck ist tot, Mann. Das ist so wie lichtverpflichtet gefickt. Macht es halt vielleicht erst runter. Ja, aber und wenn nur so ein heftiges Cyborg bringt das eigentlich auch nicht. Aber heißt nicht garantiert dass sie. Ja, ich meine ja, mal, ich ja, meine, aber es ist schon mal ziemlich eindeutig dann. Naja, ich meine, du hattest auch mit meinem Licht verpflichtet der Kolle mit Zeitbomben gebasht und das hab ich auch hinbekommen. Also das sagt gar nichts aus. Scheiße gezogen, aber trotzdem, ja. Das hätte auch ohne Sideboard passieren können. Das war wirklich göttlich, scheiße. Bei Mermel zum Beispiel so, da gab es auch Sideboard gerade ohne Ende. Aber naja, die haben trotzdem immer alles so. Klar. Also ich komme jetzt mit Mermel mal wiederum richtig super klar. Ja, Mermel wurde ja auch so geknechtet. Ja, dazu. Ja. Also Mermel ist ja sehr aus. Boah, voll geil. So heftig. Ey! Ja, hier ist ja echt schon das heftige Schwert, was mit einem Schlag kaputt. Ja, das ist halt die Qualle, Mann, ne? So ziemlich eindeutig. Die Qualle in Yu-Gi-Oh! Ne? So wie Bombe. Die Qualle in Yu-Gi-Oh! Ja, das war nicht so die Bombe. Ja, beim Akku war sie schon. Ja. Aber nicht so wie im Street. Er war seine Trumpfkarte, sein Traum. Scheiße, Mann, ist der Typ geil gewesen. Also, naja, verdammt, egal. Ja, genau, Bena. Ja. Wir wissen das, eigentlich, was du meinst. Wurzelbacke, das müssen wir wieder ansehen. Hey, Frechheit. Ja, jetzt geht er nochmal. Jetzt geht er nicht. Ja, also. Ja, tut er.
Das hat mich doch ein bisschen überrascht noch, aber egal. Komm, dann könnt ihr noch was raushauen. Das war sein Zwirbler. Ja, und diese, sonst sind die Ungeheuer, ne? Gladys? Ja, aber nee, die sind ja alles mögliche, die Gladys. Alles mögliche, was mit Ungeheuer zu tun hat eigentlich. Ja, nee, da sind auch Fisch und so ist auch dabei, Junge. Hast du stimmt. Ja, das ist ganz viel dabei, ja. Aber mit Tanky kann man sich ja nicht holen. Tanky wird schon nicht gespielt. Ja, ein, zwei von denen kann man sich holen. Ernsthaft? Ja, man hat das Bums in der Bibliothek, dann hat man ganz richtig viele Superkarten. Ich meine, ist ja nicht verkehrt, entweder hast du die Monster mit den Superkarten auf der Hand. Geil. Ja, Gladiator hat ohne Ende. Natürlich hau ich natürlich dreimal Verboku rein, vielleicht sogar noch die eine Karte, vielleicht einmal noch. Habe ich viermal diese geile Karte, womit man einfach, wo der Gegner einfach reinlaufen wird. Oder naja, würde diese ja, kann ich sie einmal schützen. Das Horn hat sich immer gerne gespielt. Ach, ja. Yes. Du meinst nicht ernsthaft, das Ding, das ist so eine Ausrüstungszauberkarte, die geht doch hops dann. Oh, das Phantomenroll, ja. Ja, die geht dann hops, weil die sich zurückmischen. Macht zwar einmal die eine gezogene Karte, aber ist ja dann auch irgendwie so. Ja, letztendlich gewinnt man dadurch den Kampf. Und zieht man eine Karte. Nee, also dann kann ich auch gleich überbuchen und so ein Zeug haben, die Karte und die ja, aber im Prinzip das mehr als Verboku. Situation. Ja, mit Verbuchen und dann hole ich damit scheiße, dann wieder schieße ich was oder hole ich irgendwas wieder. Also. Ja, mit Sporan, da überlegst du auch jetzt dazu noch eine Karte. Ja, geht ja. Aber dann geht ja das Horn geht ja weg und da wird auch okay, aber Verbuchen geht du auch kriegst, weg. Ja, aber du kriegst ja dann was wieder. Weil du ja meistens immer nur was holst, entweder nützt was zum Gegner, um es auszugleichen, oder du holst was vom Friedhof auf die Hand. Ja, aber mit Horn machst du dann zusätzlich auf die Handkarte. Das ist eigentlich mal so genau dasselbe, nur dass nein du Horn und Handkarte zukriegst. Oh, da ist immer die Sache mit den Ausrüsten so. Ja, da müsste aber auch nicht mal viel gegen machen. Der einzige Nachteil ist, wenn man nicht über den Gegner rüberkommt, sondern naja. Ja, ja, wunderbar. Zweiter Tempel auch abgehakt. Na, passt doch. Läuft ja, es läuft ja. Because of you, I can escape from the clutches of the demon sons. Molina, thank you. This life is my best. Yes. That is why I was sent in the Golden Land. Only a select few new of the locations. Alter, was lang ist, ne? Few years. Verwirrt mich. Auf was du kennst. But at some point, knowledge was lost. The person was rediscovered. The Golden Land was gone to see the sea. Golden Land. He couldn't figure out how to return to the Alter Mann, das mit den Dingern weißt du ja schon, ne? Ja. Star Wars. Jo, ah ne. Dann hab ich damit angefangen, das immer zu sagen, wenn das passiert. So, du kurzer Blick auf die Map sagst, okay. 3, 4 nicht mehr so viel. Ne? Ja, finde ich cool aus. Ja. Wo sind wir da nicht? Wo sind wir beide zum Kopf? Mhm. Ja, ich bin gerade am überlegen. Wo, Insekt, Insekt, geh weg. So. Ja, okay. Dann schauen wir doch erstmal hier drin nach. Will ich jetzt erstmal. Mhm. Mann, irgendwo muss es doch sicher auch noch, ich habe immer noch nicht das mit den mehr Bomben gefunden und so. Oder mehr Pfeile. Ah. Mhm. Okay, alles klar. Der spielt Bomben. Hm? Bomberman, ja. Bomberman. Das ist der Urgroßvater von Bomberman. Ich war Bomberman, das ist älter.
ist älter als die. Auf jeden Fall älter als das hier. Was ist das da? Ja, sicher. Wieso? Wie gesagt, wow. Älter als das erste Zelda. Kann ich nicht sagen. Oh, oh. Keine Ahnung, wann Bobby rausgekommen ist. Das ist doch schon mal eine Option, Mann. Und haben sie mal das Wort in die Will. Alter, das kommt ganz kommt geil, weil immer dieser geile Vogel da unten nicht sind, ne? Bombos. Und wir sind jetzt mal freut. Oh. Da hast du Bombos. Geil, das ist. Oh, cool. This is a Bombos Medallion. This magic makes the ground explode with power. Watch your magic. Gefunden, ja. Meter. Ist das Meter? Mhm. Ja, ich hab Meter. Was kannst du? Ach so, Moment mal, hier kann man gar nicht durch in dieses. Nein, so. Nervig. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Teleporter oder aber es gibt noch in normalen Wäldern. Ja genau, du musst das jetzt so machen. Kleine Sachen noch kurz ausprobieren. Genau, und vergiss nicht den Schüchternen und den Kleinen. Und den Fisch. Oh, genau, der Steffen, Fisch, das auch wichtig. Und da die Ecke da. Leck mich, Leute. Und schippt die Ecke da, weißt du. Und der Fisch hier. Alter, mal der Fisch. Wir mussten die andere bitten. Ich weiß nicht mehr, was du lang von machst. Oder? Such nach unten. Nee, hey, muss ich gar nicht. Jetzt musst du nach unten. Wie musst du noch gerade ab da? Alter, ganz ruhig mit uns. Nee, schade. Ich war der Meinung? Ja. Ja. Hier war auch noch so ein... Ist das besser? Geht's nicht, ne? Nein. Ne, hier war so ein Strudel. Den will ich eben kurz ausprobieren, wo ich da lande. Oh, ich weiß es. Yeah. Geil, zum Glück habe ich das gemacht. Na egal. Ich gehe jetzt in diese Höhle rein. Ich weiß nicht mehr, was da drin war. Oh, ich weiß es. Das. Boah, geil. Na dann. Bitte, Bene, hör auf. Die Musik ist aber... Naja. Aber nicht, wenn ihr sie nachsummt. Guck mal, und schon klingt sie so total erbärmlich und man möchte einfach nur kotzen. Warum kotzt du dann nicht? Ich reiß mich gerade voll zusammen. Stefan, guck mal, selbst wäre schon. Crit halt, also 100 von 1. Das. Weißbrot. Im Englischen Ghost, 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 Toast. Kommt auch gut. Ja, ich kann das irgendwie nicht so. Das macht auch mehr Sinn als Weißbrot. Ja, ne? Aber ich finde es halt auch toll. Weißbrot. Nur war ich mir mal nicht sicher, ob er Geistbrot sagt. Ja, 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 dann kommen wir. Perfekt. Boah, Steffen, Mann, was geht mal dir? Geraten. Oh, fett. Glück. Nee, gut geraten. Also instant ist... Wow. So, ah, jetzt kommt der Bene mal. This is a magic cape. You're invisible when you wear this fucking cape. So. Also, du bist mit diesem Cape invisible und unsichtbar, Junge. Mhm. Moment mal. Okay. Das ist dasselbe. Ja, ja. So, das hättest du prima gegen den einen Wichser einsetzen können. Die Nachtshelde. Der hätte keine Chance gehabt, ja? Weil der unbesiegbar war. Ah. Das hätte, glaube ich, eine Stunde gespart. Ja, mag sein. Das Pissige ist natürlich, dass du erst die Titanhandschuhe und den Padas bekommst. Und dann gehst du normalerweise nicht vorher raus. Aber man kann es machen. Und dann zweckt man sich den geilen Umhang und dann, ja, am Arsch. Ne? Ja, aber wenn man es nicht weiß, macht man es auch nicht. Ne, ist so. Ich meine, ja gut, wenn man vorher war, dann man könnte daran denken, oh, da war vorher was. Aber dann reden wir nicht vorher hin. Aber ich gehe doch nicht in einen Palast, sondern in einen Eichel ein. Bin dann beim Endgegner, gehe wieder raus, aber suche die ganze Welt nochmal ab und gehe dann wieder zum Endgegner. Nein, außer man wüsste, da ist noch die Stelle, so gesehen. Aber das, selbst das würde man nicht machen. Es gab ja nicht viele fette Brocken hier. Immer ein gutes Gedächtnis.
lass auch so ein kleines, was richtiges Gedächtnistraining machen. Und alle sagen so, Würzkuss, Mann. 10 Spiele sind Würzkuss, Mann. Heftig, Mann. Alter, Mann, warum sagen wir denn noch Mann? Mann. Ah, warte auf. 250 Man, Mann. Ah, der Bond ist scheiße, Mann. Ja. Auch wieder, Mann, das war diesmal sogar nicht mal geplant. Aber der Typ ist auch abartig. Okay, Mann, alles gut. Boah, das Coole ist, die Musik ändert sich dann. Boah. Tschüss. Mann. Tschüss, Mann, Digga. Boah, einfach. Das war die lokale Sprache. Poletensprache, so. Poleten? Ja, Poleten. Poleten, Alter. So, was war hier gerade cool. Noch so war, sagen wir dann. Boah, jetzt ist er voll traurig, Mann. Oh. So, Chef, da bist du vollkommen falsch gerade. Ey, das Huhn, das Huhn. Und die kann ja auch nicht. So ein geiler Steinhaufen. Ja, ich hab einen Huhn voll geknechtet. Du kannst die Steine immer noch sehr nicht. Sehr schön, sehr schön. Am Arsch. Ich hoffe aber, diese ganzen Spacken, die da auf mich zukommen. Ich als Kind war ich aber so geflasht. Oh ja. Ich bin mich geknechtet, dann bin ich nicht mehr losgeworden. Moment, als Kind willst du mich verarschen? Verrechnen. Oh, okay. Guter Junge. Aber es ist doch so verlockend, dieses Huhn da ja, zu schlagen. Ja, man will es knechten, weil es reagiert ja auf so. Jeden Schlag. Und dann einmal kommt dann diese ganze Armada ja mit Biestern an. Ja. So, das ist so, Alter, Mann, ich kann mich echt nicht erinnern, wann mein erstes Mal war, wo ich sie gekriegt habe. Ich habe das dann ganz schlau gemacht, weil ich die ganze Zeit Hühner werden wollte und ich kriege irgendwas. Ah, schön, ja, okay, das ist natürlich toll. Ich habe das einmal gemacht und dann hat was aufgegeben. Ja. Da wurde man echt gepickt, Mann. So wie Steffen bei Resident Evil. Sein Counter gepickt von Huhn. Ja, einmal. Cool. Ja. Echt? Ja, weil dann ist er gestorben. Er wurde vom Huhn gepickt und ist gestorben. Und das war in der Kack-Up-Liste. Ja, Mann. Das war höchster Schwierigkeitsgrad halt. Und naja. Huhn bin ich nie gestorben. Ja, da haben mich halt die anderen schon so weit runter. Dass und das Huhn hat ihn so random gepickt? Oder? Weißt du, das war dann original so ein HP noch übrig und beim nächsten Treffer bin ich tot. Und das Huhn und da kam Huhn halt an und dachte sich so, nun pick ich mal ein bisschen. Das, ich hätte zu gern gesehen, ey. Das ist echt episch aus, ey. Hat mich ziemlich aufgeregt. Ja, ich habe auf jeden Fall die Sterbedings habe ich gesehen, den einmal Huhn, das ist echt cool. Ja. Das geht nicht jeder hin. Und der Fisch, ja, jetzt muss man den Fisch aktivieren. Will ich irgendwie mal noch, ne? Hm. Boah, der Tropi. Boah, 4, ne? Die letzten sind immer richtig dabei. Hm. Ey, schau ihm wieder sein Schild. Dann freut er sich wieder so. Dann hast du einen neuen Freund. Hey Leute, wie war's denn mit dem Lächeln? What the fuck? What the fuck? Why did you take my sign? Gab's ja auch einen neuen Teil. Oh, der Schildmann. Pierre, kennst du den Schildtypen? Den hier, der dich verfolgt? Ich grad nicht. Er verfolgt dich, wenn du ihm sein Schild klaust. Ich glaube, den gab's da nicht, definitiv. Ich auch nicht gerade. Der ist einfach zu random, ne? Steffens neuer Freund. Ja. Steffens neuer Freund. Steffens neuer Freund. Wir wissen, was der Typ dann denkt. Wer ist das denn? Ich mal Lava. Never oder was? Ist der Flamingo-Samurai, Mann. Cool, und jetzt? Geil, er folgt eigentlich niemandem. Er läuft einfach nur verrückt. Oh, ist das sexy? Nein, nee, das ist nicht... Oh, ekelhaft. Die riecht nicht schön. Oh, das ist wieder der Tentakel, Mann. Boah, gefickt. Gesniped. Deine Freunde? Oh. Irgendwie ist hier alles meine Freunde, ne? Ja, der größte halt schon. Manche sind Lover, manche sind... Ja, du magst sie doch auch alle, und sie mögen dich. Nein. Was meine Aussage war jetzt falsch? Alles? Boah, hart. Aber sie mögen dich. Nein. Und du magst sie auch. Ja, was ist true? Nochmal. Was? Ich bin true, ich bin nicht die gute Chance. Peace to this man again. Ich seh noch ein bisschen creepier. Ja? Die Fresse zum Beispiel. So, ja. Ein bisschen. Ja, links Fresse da, die ist echt creepy. Ja, genau. Deine auch. Genau. Ja, das, ja. Wenn man das Licht ausmacht. Also im Dunkeln sieht es eigentlich immer besser aus, wenn man da weniger sieht. Ja, so, ich meine jetzt so mit dem Licht hier vorne, weißt du? Bam! Aber wenn es dunkel wird, kommt die zum Mangel. Oh, alles klar. Lassen wir es dunkel werden. Ja? Dann musst du pay attention to the Bildschirm, Mann. Hm. Dann gehst du zum Bildschirm hin, warte.
Ja, doch. Ja, ich gehen, kann ne? das sehen. Ja, genau, dann mache ich das einfach. Also der Schwierigkeitsgrad. Genau. Das wird heftig, Junge. Da müsst man Manga lesen können, du hast noch und einen Schwierigkeitsgrad. Und der Oktopus mit nur 7, nein, 6 Händen, ne? 6 Händen. Das eine ist ein Penis. Genau. Aber meine ich. Nein. Bam. Jawohl, ein Herz. Okay, hier scheint auch kein Ding zu sein. Dein Ding? Dein Ding. Kein Ding, Mann. Mein Ding. Na, also ich glaube, es wird wieder Zeit, ne? Ich bin wieder vor kurz vom Krepieren, also... Ne? Alter, Mann. Guck mal, wie lange das dauert, bis du, wenn du voll Energie hast. Alter. Mhm. Ich schätze mal, 2 Reihen sind das, ne? Standard, das ist absolute Klassiker. In den Game Boy-Teilen, da sind die mindestens nicht 20 Herzen auf jeden Fall. Das sind dann nur 4 weniger. 16? Die Gruppen oh nein. Ja. Gut zusammengerechnet, Steffen. Ja. Danke. Ich kann das nächste so gut. Wie lange waren wir nochmal? Sind es noch 10 Jahre? Länger, oder? Also in der Schule war es insgesamt, glaube ich, 25 Jahre oder so. Wow. Ja. Oh Mann. Warte mal, wenn ich erstmal ein Jahr Vorschule, ja. Dann 4 Jahre Grundschule. Sind so vor ganz lange? Dann sind schon mal 5 Jahre jetzt Schule. Jetzt sind so vor 10 Jahre, damit ich mal auf 17 Jahre. Ja, genau. Wir sind ja schon 15 Jahre. Alter, ja. Mann, dann noch Lessing, Mann. Ja, Lessing war dann noch 13 Jahre. Ja, ehrlich. Oder 28 sogar. Ja, ja, dann noch 2 Jahre Berufsfachschule, es kommt noch einiges dazu. Ach du Scheiße, Mann. Dann bin schon 30 Jahre in der Schule gewesen. Wie alt bist du? Ah, ich bin 21. Ah, ja. Ich bin auch 21, ja. Ja. Ja, was jetzt? Oh. Und ich hab das Jahr 2014, oder? Ja. Nee, 2015. Ernsthaft, Mann. Ja, ist so, ich hab mir original so ein paar Videos von Steffen bei Death One gesehen. Ich wusste nicht mal, welches Jahr wir haben. Ja, wir sind 2000. Ich war komplett verwirrt, weil er... 2015 haben wir mal gesagt. Oh mein Gott. Ich bin auch verwirrt. Also jetzt so fett. Nee, wir müssen 2014 haben, das weiß ich, weil bei Proxa war so um jetzt so 2015 so. Vielleicht bin ich verwirrt. Ja Mann, also. Das ist, okay, da scheine ich erst hinzukommen, wenn ich das meine kleine Schwester, das ist schon witzig. Ja, ich meine ehrlich, so 21 und 2014. Das kriege ich jetzt gerade. Also heute kriege ich es doch drin. Wer weiß, wie lange das jetzt anhält. Besonders wenn ich jetzt ein Jahr wieder älter bin. Wir haben heute übrigens Donnerstag. Das ist gelogen. Ich weiß, heute ist Mittwoch. Ja, aber ich muss nicht arbeiten. Also muss und ich muss zum Sport. Ja, aber das ist nicht mein Moment. Natürlich ist heute Mittwoch. Achso, weil, nee, es ist erst Mittwoch, wenn ich aufgewacht bin, also bevor eingeschlafen bin. Klasse, danke. Jetzt gehe ich ein, zweimal beim Schlafen. Das heißt, wenn du jetzt einen ganzen Tag schläfst, dann bist du immer einen Tag hinter uns. Keine Ahnung, ja. Das ist voll creepy, Mann. Anscheinend. Alter. Sie haben mich schon wieder verlaufen, das geht doch nicht. Zeitreisen. Oh Mensch. Das ist einer meiner 108 Geheimfähigkeiten. Und ihr könnt Steffen verwirren? Ja. Na, wo ist denn? Welches Jahr haben wir, Steffen? Hallo? Ich glaube, es ist 2015. Nee, das war... Ja, ich glaube, in der Welt nicht. Oh, ja, da nicht. Da ist 1993 oder so. Nee, 92. Und wie alt bist du, Steffen? Na? Jetzt fragt er gleich, Conan, wie alt bist du? Colin, wie alt bist du? Oh, verdammt. Nico war sehr enttäuscht von denen. Ja. Nico fragt irgendwie, Bene, wie alt bist du? Bene, Steffen, wie alt bist du? Colin, wie alt bist du? Da bist du es nochmal, siehst du? Ich hab mir das nicht ausgedacht, das ist super heiß. Ja. Und Colin, wie alt bist du? 83. Ach du Scheiße, war ja klar. Ja, Moment, dann bin ich jetzt 82. Ja, ich auch, geil, ne? Na, scheiße, dann hättest du eine Erkenntnis, ist schon... Tja, ich werde mal der Dorfälteste bleiben. Ja, da kann ich nichts machen, ey. Bis wir jemanden finden, der noch älter ist als du. Ja, aber er ist ja nicht der Dorfälteste. Und der hätte keinen Bock, Mitglied bei uns zu sein. Verdammt. Ja. Ne? Und hier, ich gehe an Nico vorbei. Oh, erstmal einen brasilianischen Vorsprung noch erzählen. Ja, warum war ich nicht da, Mann? Das ist scheiße. Ja. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Ja, die Besprüche sind einfach immer so geil. Ja, definitiv. Wie war's? Ja, Nico geht einfach nur durch die Gegend, er denkt sich nichts und dann hört er die beiden plötzlich brasilianische Furzporno. Und er so, what the fuck? Und er so ganz normal gesagt. Ja, ich dachte so. Verdammt, jetzt ist er da gerade und wenn ich das mache, das werde ich glaube ich vernichten. Ey Nico, wenn du das hier siehst, hi. Ja, genau. Das würde ich eh sehen, aber ja, okay, und am Samstag muss er herkommen und dann muss er den Handschlag sehen.
dass er den Endlos vernichten, den Event. Wollt ihr aber gerade noch was helfen? Ja, ich glaube schon. Ich meine, ja, wenn er jetzt nicht irgendwo in Spanien ist, hilft er nicht. Wobei stimmt, wollte er nicht irgendwie weg? Oder? Ja, ich weiß nicht, aber ist diese hässliche Glückwunsch, du bist im Eispalast. Irgendwann wollte er auf jeden Fall nach Spanien. Ja. Wenn nicht, dann kriegt er den Handschlag und dann ist er, dann geht er in die Embryonalstellung und wird nicht den, den aber Verband dann müsste ja wirklich Nico knechten, weil er kann nicht so viel knechten. Wow. Ja, ja, natürlich. Er muss ja alles so sehen, ey. Wenn, wenn er sowas abbekommt, sieht er ja nicht alles. Naja, dann erfährt es aus erster Hand, so wie ich es immer verspüren muss. Okay. Ja, er wird in die Embryonalstellung gehen und den Verstand eines Dreijährigen annehmen. Für immer danach. So wie du? Okay, das war nicht so schön. Aber du bist gerade in den Tempel angekommen. Ja, das ist auch nett. Oh, ist das hier? Ist Stefan Palast? Keine Ahnung. War er nicht noch irgendwo gestorben und war am Arsch der Welt? Ne, jetzt hat er einen Schlüssel bekommen vom blauen Planeten. Passiert noch nicht so oft. Blauer Planet! Du bist der einzige Palast, wo du einen Schlüssel vom blauen Planeten bekommst. Geil. Ja. Der Blauplanet ist richtig heftig. Mhm. Und er denkt, er ist der beste blaue Planet aller Zeiten. Ja. Und das ist echt trotzdem immer, was da rauskommt, ist einfach nur frech. Hm. Tja. Hm. Wie löst man das Rätsel? Wohl nicht. Bei manchen Sachen bin ich echt beeindruckt, bei anderen Sachen Facepalm. Und hier beides. Wow, ja. Wow. Dann leg mal los, da ist anscheinend so eine komische Erhebung. Boden. Erhebung? Das ist für mich keine Erhebung. Oha. Wow. Achso, das ist eine Platte, das habe ich gar nicht gesehen. Für mich sah das aus wie so ein Riss. Oh, Steffen, nein. Sah es wohl aus. Du warst ganz in meiner unteren Seite. Ja, das ist ein Riss gewesen, ganz klar. Recht. Siehst du, Pierre gibt mir recht. Nee, hat mit Steffen, bastel den Penis. Genau. Oh, das ist die Challenge hier. Ja, ist echt so. Oh, die sind witzig. Das sind die Bettvorleger, Mann. Und diesen coolen Rutschen, weil das glatte Bett voll ist. Ich glaube, hier mache ich mal einen Cut, weil dann kommen gleich die ganzen kleinen Sachen. Ja, das dort Kapitel, das waren ein paar zu viele Seiten für jetzt, glaube ich. Ah, ja. Nice, eine Kiste! Die du von den glatten Bett vor dir bekommen hast. Die Haken, Oh, der Kompass vor der Karte. Die Haken, wie nur sie bauen vor dir und hypnotisieren sich mit ihren eleganten Farben und schillernden Formen. Nein. Das umgekehrt, glaube ich. Ja. Und wenn du nicht aufpasst, dann das kann ich jetzt nicht nachmachen, aber sie packen sich auf jeden Fall am Schillewittchen und ziehen dich höher und höher. Und immer höher. Oh, ich bin tot. Bis an die Oberfläche kommst und verzweifelt Steffen erstmal noch. Und dann pissen sie dich. Und pissen Nee, ich habe noch nicht abgespeichert. Aber das macht doch nichts. Ja. Wir sind jetzt im Eistempel und ich bin müde. Deswegen beende ich hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.